Hallo und herzlich willkommen zu Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Ich habe das Spiel sauer erworben und das ist der dritte Teil, den ersten bin ich auch noch dran. Ich hab so gedacht, okay, drei Projekte laufen, das Silent Hill, Splinter Cell 1, Splinter Cell 3, das ist doch perfekt. Ja. Fangen wir doch an. Solo eingestellt habe ich eigentlich alles. Ich brauche nur ein Intro, weil ich null Ahnung habe. Ausbildungsvideos. Okay, ich schaue mir das mal an. Und dann sehen wir uns wieder. Okay. Okay, wieder da. Ich habe jetzt alles geschaut und jetzt weiß ich so ungefähr, was ich tun muss. Na, Spiel. Normal. Ausrennen. Klappe halt. Chinesischer Yangwei-Kreuzer mit nordkoreanischer Zerstörerskorte. Ah, Lambert. Lambert. Unser Boss. Wie an einem. Die Lage im Gelben Meer hat sich heute zugespitzt, als ein japanischer Frachter von nordkoreanischen und chinesischen Einheiten aufgebracht wurde. Bislang fehlt jede offizielle Stellungnahme seitens der nordkoreanischen Regierung. Zur gleichen Zeit forderte der chinesische UN-Botschafter Long Dan die USA und ihre japanischen Verbündeten auf, die Ruhe zu bewahren. Die Blockaden seien eine gerechtfertigte Reaktion auf das, was weite Teile Asiens für eine neuerliche Aufrüstung Japans halten. Diese Blockade ist ein kriegerischer Akt. Der Nationale Sicherheitsrat berät gerade über die zu veranlassenden Gegenmaßnahmen. Bis dahin schicken wir das neue Spionageschiff USS Walsh dahin. Dort an Bord befinden sich meine besten Männer. Und einer davon sind natürlich wir. USA. Sieh mal einer an.
Chinesen und die Nordkoreaner arbeiten wieder mal zusammen. Wie wir es vermutet hatten. Ist das Ding da ein 056-Prototyp? Ja, ganz genau. Und, bist du noch seefest? Ja, ich glaube schon. Gut. Der 056-Prototyp ist nämlich nicht die einzige Neuheit, die es da draußen gibt. Ja, gut. Admiral Otomo, Befehlshaber der neu gegründeten japanischen Kräfte für Cyberkriegsführung, sagte dazu: Dies ist nur ein weiterer Versuch Chinas und Nordkoreas, unsere Wirtschaft in den Abgrund zu treiben. Das japanische Volk ruft seine Verbündeten dazu auf, sich an ihre Zusagen zu halten und uns im Kampf gegen unseren gemeinsamen Feind zur Seite zu stehen. Ich hoffe, dass unsere Verbündeten schnell handeln und alles ihnen Mögliche unternehmen werden, um Japan und seine Grenzen nach Fakt außen... Fakt ist, dass große Teile der asiatischen Bevölkerungen die Bildung der Sonderkräfte für Cyberkriegsführung für einen Bruch der Waffenstillstandsvereinbarungen halten, die nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen wurden. In Asien erinnern sich noch viele mit Schrecken an die Unterdrückung durch Japan. Schleichwerbung. Nicht mehr genau daran erinnern, Senator. Ist mir auf jeden Fall ein Vergnügen, Sie an Bord begrüßen zu können. Nettes Schiff haben Sie da. Danke. Wir haben am Vorderdeck Platz gemacht. Fühlen Sie sich doch wie zu Hause. Da wird niemand merken, dass Sie an Bord sind. Leuchtung von Punta Blanco. Bruce Morgenholt wurde von einer peruanischen Separatistengruppe entführt, die als die Stimme des Volkes bekannt ist. Morgenholz Wissen über gefährliche Computeralgorithmen darf nicht in die Hände der Stimme des Volkes oder die ihres Anführers Hugo Lacerda fallen. Fertig. Die Taste für die Identität. What the fuck? Fischer, ein amerikanischer Ingenieur namens Bruce Morgenholt wurde von einer peruanischen Separatistengruppe entführt, die sich die Stimme des Volkes nennt. Ihr mutmaßlicher Anführer, Hugo Lacerda, ist ein hartgesottener Revolutionär, der den Information Warfare für die einzig wirksame Methode zur Durchführung einer Revolution in der modernen Gesellschaft hält und dies auch offen propagiert. Du musst dich dorthin begeben und jegliche Information, die man aus Morgenholt rausgequetscht haben könnte, sichern oder vernichten und den Mann, sofern es dir möglich ist, retten. Was Lacerda angeht, er hat sich gerade auf unsere Liste möglicher Ziele befördert. Sollte sich eine Gelegenheit bieten, nutze sie. Geiselrettung fällt normalerweise nicht in unseren Aufgabenbereich, aber Morgenholt gehörte dem Projekt Watson an, der UN-Kommission, die Philip Messis Arbeit nach der Sache in Georgien untersuchte. Man fürchtet, dass diese Entführung nur der Verschleierung dient und man von Morgenholt geheime Informationen über Messis Kernels erhalten will. Nun, Tatsache ist, dass einige der Spielereien, die sich Messi ausgedacht hat, eine Menge Schaden anrichten könnten. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass diese Informationen in fremde Hände gelangen. Das Zielgebiet ist ein Leuchtturm, der sich unmittelbar neben einer verlassenen Festungsanlage aus der spanischen Kolonialzeit befindet. Wir besitzen keine exakten Informationen über Morgenholz Aufenthaltsort. Du musst ihn also selbst finden. Du wirst bei Nacht mit dem Zodiac an den Strand unterhalb der Festung fahren. Wärmebilder zeigen, dass sich unter der Anlage einige alte, natürliche und halbnatürliche Höhlen befinden. Vielleicht führt über diese ein Weg hinein. In Ordnung, Fischer. Der Helikopter wird Sie einen Kilometer vor der Küste mit dem Zodiac absetzen. Die Extraktion erfolgt dann per Helikopter von der Spitze des Leuchtturms aus. Displace International unterhält mit Wright Bridget Technologies einen Vertrag zum Schutze ihrer VIPs in potenziell gefährlichen Situationen. Wir haben für das Projekt in Peru eine gründliche Lageanalyse durchgeführt und den Schutz Morgenholz übernommen. Die Kerle, die ihn entführt haben, wussten genau, was sie taten. Das war keine einfache Touristenentführung. Ich habe bei der Aktion 3 gute Männer verloren und bereite gerade einen Rettungsplan vor, den ich nur noch von Morgenholz Familie und Wright Bridget absegnen lassen muss. Diese Geschichte wird Displace eine Menge Geld kosten. Ah, gut. Okay.
jede Menge an Informationen. Ausrüstung und Konfiguration. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier Leute töten darf. Hier haben wir mehr Munition, weniger Gadgets. Mehr Gadgets, weniger Munition. Also 90, 40, 2, 4, 3. 30, 20, 5, 4, 4, 2. Ducken oder Reading? Okay, ich nehme mal Reading. Und ich muss ein Cut machen. Verdammt! Ja. Ja, mache ich einen kurzen Cut. Judge mich jetzt an, weil ich eigentlich spielen wollte. Egal, ich mache gerade weiter. Tschüss.